Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. Sieht man eh nicht, weil es zu hoch ist. Oh ja. Ich traue mich nicht auf den Tisch anzulehnen, da muss ich mich an dir abstützen. Ja, so. Macht nichts, alles gut. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Das ist der Ramses, das ist der Hannes. Moin. Die Men in Black sind zurück mit dem Red Hat, Red Cap. Und der Hannes hat beim letzten Mal, als er da war, uns was mitgebracht. Das war Tiroler Bergfeuer mit dem Adler drauf, was man anzünden konnte. Das hat eigentlich 50% gehabt und dann hat er es immer abgenommen und hat er gesagt, da gibt es auch noch was anderes und zwar Gletschereis. Und guckt euch das an, das ist ein Hannes, seine Gletschereisflasche. Ich habe da sogar eine Streichholzschachtel dran, wo nochmal alle Sorten sind, die es so gibt. Kristall, Gletschereis, Bergfeuer, Hexenfeuer, Ötzi und Teufelskräuter. Dann habt ihr auf der anderen Seite von der Streichholzschachtel, seht ihr nochmal, wenn man das normal trinkt, wie viel das hat. Wenn man es anzündet, je nachdem wie lange man es brennen lässt, dass der Alkoholgehalt abnimmt, dass man es dann auskühlen lässt kurz und dann trinkt. Das gleiche steht hier hinten auch nochmal drauf. Die Minuten, wie lange das brennen muss. Was ich ganz besonders cool finde, neben der Farbe, diesem schönen Gletschereisblau, sieht das wirklich aus, als wären hier so Eiskristalle drin, weil da ist Zucker drin. Da ist Zucker, Zuckerkristalle reingeklebt vorne dran, sodass ihr, wenn ihr von vorne drauf guckt, das halt wirklich aussieht wie eine dicke Eisschicht, durch die dieses blaue Gletschereis durchläuft. Auch das ist mit Hochgebirgskräutern. Mit reinsten Tiroler Bergquellwasser. Ja. Ist also nur Wasser. Gut, jetzt bin ich aber enttäuscht. Nein, hat 50% der einmalig coole Eis- und Feuerlikör. Wir wollen den jetzt aber mal ganz kurz so probieren, ohne anzünden. Dann wollen wir ihn mal anzünden mit den Streichhölzern und vielleicht noch eine Nachtaufnahme rein, wenn man den bei Nacht anzündet, wie der dann aussieht. Seht ihr das? Selbst hier oben auch, hier drin, oder so rum Zucker. Vielleicht. Ja. Da, oh, jetzt ist der Zucker abgefallen. Da war der Zucker drin, jetzt fliegt der Zucker sonst wo rum. Das ist aber brutal. Hatte es nicht zu viel, du weißt, also 4 Zentiliter sind in Ordnung. Ja, damit kann man leben. Das ist wahrscheinlich schon zu viel, 4 Zentiliter, weil wir sind ja immerhin 50%. Oh, so, ja, 50%iger ist. Guckt euch die Eiswand an, da drin, da, die dort. Ich sag's nochmal. Stellen wir es kurz hier hin. Prost. Prost, mal. Prost. Schnüffeln kurz. Oh. Riecht irgendwie so nach Mandarine. Irgendwie. Total ja. So. Dieses. Fruchtsäure, so irgendwie. Oder nach Kühlmittel fürs Auto, kann es auch sein, was Chemisches. Ja, genau. Naja, probieren wir mal, wie es schmeckt. Ja, da merkt man, die 50% ist schon... Oh. Die hauen richtig rein. Das zieht ja direkt durch die Nase wie Wasabi. Und dann verteilt sich das überall. Jetzt fängt es an, einen überall irgendwie warm zu werden. Ich kriege überall Gänsehaut. Die Kälte von außen und die Wärme von innen konkurrieren gerade. Es brennt. War aber trotzdem irgendwie süßlich. Süßlich, ja. Na, durch den ganzen Zucker sicherlich. Ja. Der Zucker wieder. Wie schmeckt es denn ohne Zucker? Das wird man nie rausfinden. Aber egal, wir schenken mal denselben nochmal ein und probieren jetzt mal mit dem Streichholz, ob wir den anzünden können und ob man das sieht tagsüber. Und dann haben wir abends bestimmt noch, ja, da haben wir noch was drin. Das sieht aber wenig aus. Ich hoffe, das passt noch, dass für abends noch eins nee. Drin ist. Und dann hat der Hannes die ganze Flasche getrunken. Das ist genau. Sehr schön. Alles pur. Und wieso war bei dem anderen kein
keine... Das weiß ich nicht, weil es... Weil das, wenn man das anzünden muss, bestes Gadget, dass da einfach das mit dran ist, ey. Sieht richtig toll aus. Wie viele Flaschen gibt's, wo Gläschen dabei sind? Und hier habt ihr einfach Streichhölzer dabei, weil es zum Anzünden ist. Cooles Design auf jeden Fall, coole Idee mit dem Eis da drin, mit dem Zucker. Gefällt mir alles sehr gut. Ice and Fire Ligurs. Ich guck einfach mal, ob ich es hinkrieg. Und es ist aus. Ich hab's gewusst. Ich bin zu blöd. So, Hannes, ich geb dir das mal. Okay. Und ich halt einfach mal auf dich drauf. Der Hannes ist jetzt der Vorführer. Vielleicht kriegt's der Hannes ja hin. Ne? Es ist halt draußen, es ist halt windig. Der Hannes zappelt sein Ding ab. Jetzt ist es gebrochen. Zur Not habe ich auch ein Feuerzeug dabei, aber wir wollen es natürlich probieren mit dem. Da die Profi-Tipps so nach unten halten. Mhm. Du musst das schwarze, stinkende Dings da reinschmeißen und dann schmeckt alles nach Holzkohle oder so. Ja, wahrscheinlich. Nochmal. Weißt du was? Wir probieren es jetzt einfach gemeinsam. Gucken. Ich hole mir jetzt einfach mein Feuerzeug raus, oder was? Oh ja, das brennt, aber man sieht es nicht. Es brennt? Ja, siehst du ganz leicht da oben. Ganz leicht. Oben. Ja, man sieht es wirklich nicht. Ja, also man nur sieht, diese... das Glas läuft außenrum ein bisschen an und man sieht, dass oben drüber die Luft total schwummerig ist und hin und her, aber man sieht die Flammen nicht. Richtig, und es wird auch heiß. Du kannst die Hand drüber halten. Das heißt, wir müssen das eh nochmal machen, wenn es dunkel ist. Ihr seht, das Glas ist total hier vorne beschlagen. Vielleicht sieht man irgendwie die Luft drüber, dass es so... Wir müssen es nochmal machen, wenn es dunkel ist. Also auspusten. Und dann erstmal stehen lassen, sonst. Jetzt habe ich was gesehen. Ach, stehen lassen ist was für. Wir schieben jetzt einfach rein. So. Okay. Prost. Prost. Uff. Hat aber vorher besser geschmeckt. Oh. Wenn ich das erhitzen, dann ist das ja, breitet sich das ja nochmal ganz anders aus. So, wir tun jetzt noch eine Nachtaufnahme rein, semmeln. Und in der Nachtaufnahme beendet man dann auch das Video, also... So, wie angekündigt, sind wir zurück. Es ist dunkel, wir sind eigentlich gerade im Wohnzimmer, gucken Thomas seinen Stream. Da ist ein Thomas sein Stream. Da ist der Adi Schatz, alles Gute. Und hier sind jetzt die schönen blauen Gläschen. Das ist der Rest, der Gletschereis ist jetzt leer. Hannes will das jetzt anzünden. Ich leg das aber weg. Das braucht man nicht, damit ihr nur noch seht, wie jetzt hier das Streichholz angeht. Das Gletschereis angezündet wird. Einmal, vielleicht zweimal. Seht ihr das? Seht ihr das? Guckt euch das an. Und wenn das jetzt 3 Minuten so brennt, dann ist das von 50 auf 45. Warte mal, ist es von... Und dann weitere 5 Minuten oder weitere 10 Minuten oder so und dann nimmt der Alkoholgehalt ab und das sieht auf jeden Fall richtig genial aus. 3 Minuten 45, 5 Minuten 42, 10 Minuten 33. Wir wollen das aber eigentlich gar nicht ausbrennen lassen, glaube ich. Deswegen würde ich sagen, wir ziehen uns den jetzt noch rein. Das ist auf jeden Fall sehr genial. Ich sage es nochmal dazu. Der Gletschereis sieht nicht nur super aus von der Farbe, hat nicht nur mega Prozent und schmeckt sehr atemberaubend. Auch das Design hier mit diesem Zucker drin ist genial. Und wenn ihr den abends mal auf dem Tisch so anzündet, sieht das noch besser aus. Dann würde ich sagen, war's das. Von unserer Seite aus, ich tu mal auspusten. Jo. Du deinen auch. Ah, dann stelle ich es wieder hin, weil ich mir jetzt ja ein Foto verbrannt habe an dem Ding. Das Glas ist nämlich jetzt schön heiß. Deswegen sollen wir es ja auch dann abkühlen lassen und dann trinken, wenn das Ding noch trotzdem warm ist. Das Trinken müssen wir aber noch reinschneiden, deswegen stelle ich euch nochmal hier hin. Das kocht echt. Das ist dann das improvisierte Trinken. Muss ich kurz noch einen reinstellen dann.
weiß. Ja, dann musst du es halt reinfliegen lassen. Nicht das Glas berühren, ist einfach. Oh. Man hat wieder oben dran gefasst. Wieder oben dran. Nicht oben dran fassen, nicht im Film. Es geht ganz automatisch. Du fässt immer wieder oben dran, wo es heiß ist. Guckt euch lieber nochmal die Flasche an, wie genial die jetzt aussieht. Ist also jetzt leer. Da ist noch der Zucker drin. Da ist die Rückwand voll Zucker. Zack. Schmeißt man das jetzt weg oder nimmt man das und tut da Kaffee rein, dass der Zucker schon dabei ist? Ja, kannst du noch was einfüllen damit? Ja, Hannes, dann trink mit dir mal rein. Na, kurz, gut. Machen wir getrennt. Oh. Der zirrt, nein. Der zirrt. Der Zischer zirrt. Oh ja, der zwiebelt. Richtig, nein. Ja, keine Ahnung. Bin ich halt auch das letzte Gläschen, weil mir ist hier ein Stück von dem Zucker noch mit reingefallen. Also, das ist eh komisch. Der Zwiebel ganz gut. Da ist der Zucker. Das Zuckerstück. Dieser Vorhaut, euer Ramses, euer Hannes und keine wilden Experimente mehr. Ciao. Oh.